Patrick Rossini, zweites Spiel, erster Punkt. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, vor dem Spiel, wir wollen diese Match gewinnen. Aber wir haben in erster Halbzeit gut gespielt. Schade, wir haben nicht mehr von einem Tor gemacht. Zweite Halbzeit war nicht so gut, aber wir haben gekämpft bis letzte Minute. Wir haben diese 2-2 gemacht. Vor Spiel, ich schreibe nicht und entscheide, aber 93 Minuten, wenn das Match war 2-1 von Wille, war okay für uns 2-2. Für dich war es das zweite Tor im zweiten Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Was muss trotzdem noch besser werden in Winterthur, um den ersten Sieg einzufahren? Ja, wir müssen vielleicht ganze 90 Minuten keinen Fehler machen. Und wir haben unsere Idee, wir wollen unseren Fußball machen. Heute auch, weil die zweite Halbzeit hat gut gemacht, aber gegen Winti jetzt sicher diese Woche, wir haben Zeit von Arbeit und wir wollen sofort 3 Punkte machen. Du warst heute Captain, ein spezielles Gefühl. Ja, schön, wann bist du Captain in einem Verein, so hat große History. Aber richtiger Captain ist Sandro, jetzt ist verletzt, wir warten, weil er ist entscheidend von uns. Danke vielmals. Aktuell, kompakt, informativ, der brack.ch Fußballflash. Alle Highlights, alle Resultate, die schönsten Goal von der Super- und Challenge League. Immer am Sonntag nach den News auf Tele M1. Marin Klirendic, 2-2 hier daheim gegen Wil. Der Ausgleich ist sehr, sehr spät gefallen. Darum, was überwiegt so kurz nach dem Spiel? Freude oder Frust? Ja, sicher einmal Zufriedenheit, dass wir jetzt auch mit dem Spielverlauf nochmal einen Punkt gewinnen konnten. Auf der anderen Seite ist klar, das Spiel hätte auch gerade so gut können zu unserer Seite kippen. Wir haben verdient 1-0 geführt in der Pause. Und auch nach der Pause haben wir einfach eine sehr unglückliche Phase gehabt, mit dem groben Eigenfehler, der zum 1-1 führt. Und nachher auch das 2-1 identisch. Und dann denke ich auch, die Moral, die wir dann doch bewiesen haben und dann in der späten Nachspielzeit 2-2 gemacht haben, ist sicher positiv. Du sprichst es an, die erste Halbzeit war massiv besser als die zweite. Hast du schon eine Erklärung, so kurz nach dem Spiel, wieso man dort eine Zeit lang den Faden verloren hat? Also der Gegner macht sicher mal mehr. Er macht mehr Druck. Wir haben aber sicher auch nicht unser Spiel gefunden. Wir haben das, was wir uns in der Pause vorgenommen haben, nicht optimal auf den Platz gebracht. Und das hat der Gegner ausgenutzt. Aber ich muss eben noch mal dazu sagen, es war weniger kollektiv, dass wir nicht gut gestanden sind, als vielmehr die individuellen Fehler. Und wenn dieser Fehler nicht passiert, dann haben wir das 1-0 und dann muss der Gegner mehr machen. Und. Aber alle Eventualitäten sind umsonst. Ja. Du musst Marco Thaler in der zweiten Halbzeit auswechseln. Und man ist als Aarau-Fan immer gerade ein bisschen in Angst, weil er hat schon viele Hirnerschütterungen und viele Probleme hatte. Weißt du schon mehr, was ihm fehlt? Nein, er ist jetzt in der ärztlichen Abklärung. Er ist, glaube ich, auch schon zum Doktor, um das abzuklären. Er hat einen Ball gegen den Kopf bekommen. Und wir werden sicher nächste Woche oder morgen oder übermorgen mehr wissen. Petar Misic ist zu seinem Debüt für den FC Aarau. Er ist erst wenige Tage jetzt hier in Aarau und auch im Training. Was sind deine ersten Eindrücke und was erhoffst du dir von ihm? Ja, der Petar haben wir auch heute gesehen, dass er am Ball sehr stark ist, dass er schnell ist, dass er die 1-1-Situationen sucht. Wir haben heute leider fast ein bisschen zu spät eingewechselt, notgedrungen aus den Wechseln, die wir vorher nicht machen mussten. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Transfer und wir erhoffen uns schon, dass wir dort in der Offensive noch mal einen Schub bekommen. Als nächster Gegner wartet Winti auswärts. Was muss man besser machen als heute, um bei diesem Spiel einen Sieg mit heimzunehmen? Ich denke, einfach die individuellen Fehler abstellen. Wir haben über weite Strecken, wie auch in Neuenburg, eigentlich eine kollektiv gute Leistung gebracht. Defensiv eigentlich gut gestanden. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir die Konzentration und die Stabilität auch über 90 Minuten haben können und nicht über 45 Minuten. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Danke vielmals.